Hi zusammen! Willkommen in der 13. Folge der Crafting Challenge. Ja, soweit sind wir schon. Oder auch noch nicht. Also irgendwie könnte es eigentlich etwas schneller gehen. Aber gut. Die Sims hier strengen sich schon an, ne? Sie stinken beide. Sind beide beschämt. Oh, da fällt mir ein, sie ist ja sogar gekränkt. Und wenn sie gekränkt älter wird, kann sie ja sterben. Da müssen wir gucken, dass das nicht passiert. Oh, Freunde fürs Leben. Ja, ich habe gedacht, das ist eine schöne Sache für die zwei. Natürlich sind sie müde. Was auch sonst. So, Charlie geht schlafen. Und ich würde jetzt doch ganz gerne mal einen kleinen Raum für die Toilette bauen. Denn die ist ja wirklich ein bisschen problematisch für die zwei. So. Wir nehmen vielleicht hier hinten was weg. Oder? Doch, ja. Wir nehmen hier mal was weg. Das ist auch alles null Simoleons wert. So. Ja, das müsste ja dann schon reichen. Und wenn ich das noch lasse. Ich guck mal. Alles da geht auch gar nicht. Das auch nicht. Da ist wohl was im Weg. Oder? Zu teuer. Das kostet 480, so kleines Klöschen. So ein kleiner Toilettchenraum hier. Eieiei. So, dann hoffe ich jetzt mal, dass das Fundament hier auch nichts kuscht. Null. Sehr gut. Okay. Ach, jetzt haben wir das gar nicht mehr außen, das da, ne? Kann man das irgendwie nach außen machen? Ah ja, doch, kann man. Gut. Wieso geht das nicht höher? Ach komm. Na gut, da muss es halt da unten. Also das ist aber doof. Warte mal. Wenn wir das jetzt mal hier rüberschieben, nach oben ziehen und jetzt wieder bewegen, müsste das doch... Das ist wieder nur die Raumhöhe. Hä? Wieso geht das nicht? Na gut, okay, egal. Ist jetzt erstmal egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Raum für unsere Toilette. Ja. So. Ein Waschbecken haben wir jetzt nicht. Das stört aber auch nicht. So, ich werde das mal dahin schieben. Ja, man sieht es nicht mehr, aber hier sieht man noch ein bisschen. Ja, ich wollte jetzt nicht, dass man da so leicht einfach durchfallen kann. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich meine, das machen die Sims ja sowieso nicht. Okay. Gut. Ja, ein Fenster. Ich glaube nicht, dass wir da 30. 15? 15 klingt natürlich nicht so schlecht. Wieso sind denn die so billig? Kleinere Version. Seid ihr sicher? Das sieht doch groß aus. Okay. Jetzt machen wir natürlich das Klo hier auf die Seite. Gut, weil man muss ja lüften können, ne? Eine Tür. Hm. 50. Ja. Wo ist denn die andere? Hier, die neue. Genau, die ist ja auch 50. So. Passend zum Boden. Obwohl, da ist ja Glas drin, ne? Ich hätte die jetzt halt nur gern benutzt, ne? Okay, dann... Das ist auch eine schöne Tür.
der anderen Seite sieht die so aus. Aha. Ja, die ist ja eigentlich für Teenager. Aber das ist doch auch hübsch. Da steht dann drauf, Achtung, besetzt. Nicht reinkommen. Es sind mir echt arm wie Kirchenmäuschen. Ne? Upsala. So, hier ist eine Decke drauf. Okay, das wollte ich eigentlich gucken. Gut. Billiger Wandbelag. Okay, das ist 0. 2. 16. Ja. Das ist aber... Oh, das guckt da ein bisschen raus, der Schatten. Okay, ich mach's. Ich mach's. Wie sieht's im Hellen aus? Haben wir vielleicht eine andere Farbe? Gelb? Blau? Grün? Ich glaube, ich lasse die so, wie sie ist. Aber das da müssen wir noch ein Stück... Müssen wir mittig kriegen hier, ja. Okay, jetzt haben wir noch 6 Simoleons, das ist ja richtig gut. ja. Eieiei, das wird was, hä? Ich glaube, das Bild können wir ja auch mal hier hinhängen jetzt. Ja. Ist schon mal ein Teil der Küche geworden. Mehr oder weniger. Gut. Du müsstest ja eigentlich auch schlafen. Ja. Wer hat denn jetzt die Brombeeren? Komm, tu die mal noch gerade ernten. Ach, Dark Cynic! Mhm. Die wachsen jetzt auch. Was ist los? Verkaufen und verkaufen. Oh, Level 2. Mhm. Ja, als zweite Fähigkeit hätte ich ja für die Julina gerne die Gärtnerei. Also die Gartenfähigkeit. Okay, Gartenarbeitfähigkeit. Und als dritte habe ich mir noch keine überlegt. So, jetzt mal schnell schlafen, bevor du ganz dringend Pipi musst. Also das ist jetzt momentan echt schwierig mit euch. Obwohl wir eine Toilette haben und eine Dusche, ist es momentan wirklich ein bisschen schwierig. Oh, die Sonne scheint. Ja, du musst dringend... Ach, du musst jetzt hier hin. Los, schnell. Lauf. Oder so. Ach ja. Das könnte unser Flur sein, liebe Julina. Da kommt die Post. Ja, probier mal duschen zu gehen. Ach so, Moment mal. Das ist ja eigentlich keine Außendusche. Weil ihr euch ja geniert. Deswegen stellen wir die vielleicht auch hier rein. Ja, das da muss doch gehen, ne? Ja, wir machen es einfach mal. Es ist ein bisschen eng hier drin. Oh, eine erfrischende Dusche. Und dann musst du noch mal was essen. Obwohl... Da müssen wir noch mal schauen gleich. Ach, jetzt kommen wir immer hier hoch und runter. Ne? Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Da muss ich mich mal dann mit der Kameraführung beschäftigen. Ja, müssen wir das so machen. Okay. Ich glaube, einen Spinat könnten wir hier auch reinstecken. Ich hoffe ja mal, dass die hier rankommt irgendwie. Wenn nicht, dann tun wir das gleich mal ändern. Spinat ist gesund. So, und hier ist natürlich wieder nichts. Ich weiß nicht, was mit dieser Falle ist. Geht nicht?
Ja. Die könnten ja dann Obstsalat machen, wenn der Kühlschrank funktioniert. Ja, ich glaube, das wäre eine schöne, schöne Sache. Oh, haben wir heißes Wetter. Oh ja, es wird noch heiß vor dem Monsun. Eieieiei. So, Charlie, vielleicht kannst du mal kurz aufstehen. Gehst auch eine Runde schnell duschen. Und dann vielleicht reparieren. Ah, hier steht es ja Eis hinzu. Naja, wir haben kein Eis. Na gut, also ich kenne das jetzt nicht, ne? Da müssen wir dann natürlich mal schauen, wie das so funktioniert. So. Ja, gieß die mal. Es tröpfelt zwar, aber... So, was haben wir noch hier? Ah, guck mal, da wachsen die schon. Ich will nicht rangehen. Komm, erforsch mal die Erdbeeren. Und dann gehst du schlafen. Du bist ja schon dabei. Mensch, Charlie, das sieht doch schon gut aus hier. Dann machen wir doch ein schönes Bild davon. Was haben wir denn hier? Gegrillte Früchte. Okay, Kartoffeln wären toll. Ach, guck mal, Madenwürstchen. Wir haben keine Maden. Okay, hier kann man auch den Fisch dann holen. Tomatensuppe. Och, cool. Wir haben keine Tomaten. Eine Zwiebel. Okay. Ein falscher Fleischwürfel. Für Hamburger. Okay, okay. Ja, Kartoffeln wären natürlich auch gut, ne? Ja, plünder mal die Teile. Und was könnten wir denn machen? Du könntest eigentlich noch mal kurz aufs Klöchen. Ich wollte schon wieder da unten hingehen. Und... wie ist es denn hier mit Eis? Tu mal Eis hinzufügen und dann gucken wir mal. Ich hatte ja gedacht, vielleicht geht das auch im Winter oder so. Mit Eis. Aber scheinbar geht das ja auch so. Oh, 100%. Gut, tu das wegwerfen. Und hier ist nichts drin, oder? Wir probieren das mal. So, was ist denn mit der Erdbeere? Veredeln mit Gänseblümchen, dann bekommt man eine Bonsai-Knospe. Veredelt mit Glockenblumen, um Weintrauben zu bekommen. Oh, veredeln mit Löwenbäuchen, um Drachenfrüchte zu erhalten. Die sind sehr viel wert. Oh ja. Gut. Sehr schön. Ah, ich glaube, der Tag heute wird besser, auch wenn eigentlich der Monsun noch anrückt. Das ist vielleicht wirklich nur die Ruhe vor dem Sturm. Ach du. Oh.
Die läuft über. Ja, das weiß ich ja auch. Oh, es wird dunkel. Der Monsun ist bald da. Oh nein, und ich wollte jetzt angeln gehen. So, Eis immer noch 100. Gewürzfestival. Oh. Großartig, aber Trina ist hundemüde. Jetzt bist du natürlich stinkig. Jetzt geh mal ganz schnell duschen. Weil auf dem Gewürzfestival sind ja auch leckere Sachen. Los, mach hinne. Diesmal spulen wir sogar ein Objekt stehlen. Ja, wenn du es mal machen willst, ne? Hä, was? Moment. Ah, da möchte ich mal was kaufen. Ja. Versende das mal schnell. Und dann gehen wir zum Gewürzfestival. Bist du fertig geduscht? Nö. Okay. Was sagen denn die? 30. Eieiei. Schnell weg. Gewürzfestival, da gehen wir jetzt mal den Bauch vollschlagen. Lokale Küche genießen. Gewürzherausforderungen. Frische Zutaten ernten. Ja. Und schon sind wir da. Ja. Und haben den Balken im Gesicht. So. Wen haben wir denn hier alles? Wer bist denn du? Ah, Christina Noah. Aha. Ein bekanntes Gesicht. Mortimer Grusel. Ah, und der Kevin ist auch da. Er rennt und nicht weg. Wir wollen doch Hallo sagen. Oh, immer noch hier. Angst vor dem Meer. Da sagen wir halt nur ihr Hallo. Hallöchen. Ja. Charlie hat's schwer. Warba Quest? Chelner. Gungane. Olibar Zamonis Arrow. Ach schön, das kannst du. Ja. Direkt. Während dem Quatschen noch schön essen. Was ist das? Ach so, das ist gar nichts. Eine Zeichnung. Hier ist auf jeden Fall eine Toilette, wenn es sein muss, Charlie. Hier sind alle weg. Wühlen. Oh, hier. Bei Curry-Herausforderungen mitmachen. Hygiene? Die soll schlafen. Ach Leute. Du fährst jetzt nicht mehr im Fahrrad. Na gut. Dann fährst du halt mit dem Fahrrad. Hast ja recht. Geht ja schneller und macht Spaß. Das ist echt schade, dass die nicht schlafen geht. Charlie, das ist ein gutes Bild, ne? Die verkugelt sich den Mund und du denkst nur, jam, jam. Guck mal hier. Wir haben hier Pilze. Basilikum, es wird alles geerntet, was wir kriegen können. Salbei. Was haben wir hier noch? Einfach nur ein Busch. Kuhpflanzenbeere. Die nehmen wir auch mit. Komm, stell das mal ab, bevor hier alles verschwindet. Man weiß ja nie. Gora! Gora! Ach komm schon. Aber es fühlt sich zu unwohl. Ich glaube. Na. Ja, geh schnell aufs Klöchen. So, und danach kommst du bitte wieder hierher.
Oh, inspiriert. Herzhafte Aromen, weil auf Gewürzfestival ist. Ja. Komm schnell. Wie geht's, Julina? Es geht die quatschen, die soll mal schlafen. Oh Mann, ey. So. Basilikum ernten. Ach, hier sind Erdbeeren. Hier sind nochmal Möhren. Eigentlich. Pilze. Kuhpflanzenbeere. Salbei. Haben wir irgendwas vergessen? Da hat einen Hamburger gemacht. Ja, versuchen zu stehlen. Na? Es guckt doch keiner. Na, na, na? Hat nicht geklappt. Oh, na gut, okay. Wir sind doch immer noch. Mhm. Achso, du bist wieder, fühlst dich wieder sehr unwohl jetzt. Mhm. Okay. Essen probieren. Ja, probier mal das Essen. Ach, guck mal, der Werner Bohl ist hier und hat Schlafzeug an. Okay, wir sind Teenager. Anscheinend können wir ihm nicht umziehen, weil er älter ist wie wir. Das passiert manchmal, wenn die Sims älter sind. Ja. Also das habe ich dem Werner mit Sicherheit nicht angezogen. Wir sagen ihm aber mal freundlich Hallo. Was ist hier? Du bist ja widerlich. Ukupanipo. Was ist das, ey? Bäh. Ach. Nee. Nach lokaler Küche fragen? Was soll mit mir hier nach lokaler... Oh. Ja, machen wir. Papier. Werner im Schlafzeug. Und, über Probleme beschweren. Wenn da schon einer ist, ne? Was hier? Essen grillen. Das pinnen wir auch mal ein. In Lunchpaket stecken. Da bringen wir der Julina was mit. Die geht einfach nicht schlafen. Hä? Was ist los? In Lunchpaket stecken. Von hier? In Lunchpaket stecken. Hä? Macht er das jetzt? Nee. Irgendwie macht er das nicht. Ach, Charlie, du machst es dir aber auch wieder schwer. Hm? Verantwortung. Ja, wir nehmen der Julina was mit. Und wir können es auch bei uns in den Kühlschrank stellen. 5 Stunden. Ja, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. So. Und von dem hier bitte auch noch was. Das ist ja das Frischeste, was hier steht, glaube ich. Wieder kein Müll zum Wühlen. Naja, kennen wir ja schon. So, Charlie ist jetzt auch müde. Desiree ist hier. Hm? Plaudern. Oh, Leute. Was hat denn ihr für Kotzis hier? Das ist ja unglaublich. Das wusste ich gar nicht, dass ihr hier so viel rumreiert. Alles gute Sachen, die wir nicht essen dürfen, hä? Kann man sich nicht Fisch kaufen? Nee, ne? Darf man, glaube ich, nicht, ne? Nee. Gut, dann haben wir jetzt ein paar leckere Sorten, die wir anpflanzen können. Was hier? Oh, können wir vielleicht Magie lernen? Das ist doch einer, oder? Das ist doch ein Magier. Simeon. Ich kann es nicht aussprechen, ehrlich. Du hast auch komische Klamotten an. Na,
Gab es die Schuhe mit deinen Socken gratis dazu? So. Fimpy. Das ist beschämt. Gibt es denn Vampire? Ich hätte gerne Ordnung in meinem Leben, aber irgendwie ist alles durcheinander. Nicht mal klauen kann ich hier was. Aber ich weiß, es gibt Vampire, oder? Na, schon möglich. Du musst doch nicht über deine Unsicherheit reden, aber über einen Angelplatz kannst du reden. Vielleicht kannst du da ein bisschen was lernen. Buntbarsch, oh yeah, zeig mal her. Oh, ist der schick. Ohne Köder. Mittel. Gewöhnlich. Über Geschicklichkeit reden, steigt denn dann das an? Gartenarbeit gucke ich. Ich bin auch ganz schlau. Sieht nicht so aus. Gut, ich muss nach Hause. Ich kipp gleich hier um. Hat mich gefreut. Auf Wiedersehen. Alfonso Kalu. Wadaba. So. Da sind wir wieder. Geh mal schön ins Bett und jetzt machen wir mal schnell die Sachen in den Kühlschrank. Und ja, das war's schon, ne? 180 kostet die. Oh, du grillst was? Aber Julina. Das musst du jetzt beenden. Du musst die wegschmeißen, du kannst sie nicht essen. Tut mir echt leid. Wegwerfen. Tut mir so leid. Es gibt keinen Hamburger für dich. So, wir tun da mal die Grillen füttern. Oh nee, oh nee, oh nee. Du gehst schlafen. Jupp. Ach ja, Julina wird unverantwortlich. Ich habe es gerade gelesen. Es reicht für den Erwerb des Merkmals unverantwortlich aus. Was ist mit dir? Geh trotzdem weiter schlafen. Ja. Was ist mit dir? Guck mal, du kannst doch auch mit den Fäusten in der Luft rumhantieren, während du schläfst. Beziehungsweise während du im Zelt bist. Du musst mir das nicht zeigen. No? Gut. Das war doch jetzt ein recht guter Tag. Dafür, dass eigentlich der Monsun da sein sollte, der ist anscheinend weg. Den haben wir auf dem Gewürzfestival verpasst. Aha, guck mal hier. Genießer 49. Ich habe dein Paket erhalten. Danke. Die Ware entspricht exakt der Beschreibung. Ja, das freut mich ja. Ja, geh mal schnell. Ach, jetzt kannst du spülen vorher. Gut. So, haben wir denn jetzt Gerichte, mit denen wir... Also haben wir jetzt Obst und Gemüse, mit denen wir was machen können? Pilze. Was war denn mit Pilzen? Wir gucken mal. Würstchen mit Paprika. Wird nichts angezeigt. Ah ja, eine Zwiebel. Okay, Apfel und Banane haben wir nicht, ne? Tomaten haben wir leider auch keine bekommen. Nee, da können wir hier jetzt momentan nichts machen. Da müssen wir wieder, ja, Fisch suchen. Ja. Wir können uns aber eine Theke kaufen. Wie sieht es mit Eis aus? Immer noch 100. Gut. Ja, weil da würde ich nämlich sagen, machen wir Kokosnüsse da rein. Ähm,
Ketten, ich kann sie nicht ziehen. Okay, das ist unpraktisch. Ein Box Select gibt es auch nicht. Okay, wir verkaufen die. Und ja, müssen die irgendwie einzeln da reintun. Ja. Gut, das war's erstmal. Einen Spinat machen wir auch mal rein. Brombeere. Ich glaube, ich hätte hier auch noch gerne Brombeere. Ach, die sind ja gar nicht geschützt hier, ne? Das habe ich jetzt vergessen. Okay. Nee, wir machen mal nur die eine. Dann machen wir das Dach auch mal noch jetzt drüber. Ja, ich habe zuerst gedacht, das ist ja gut, weil ja der Regen die halt ja nass macht und da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Aber es ist ja eigentlich besser. Wenn die geschützt sind. So. Ein Stück zurück, genau. Ah, hier geht's nach oben. An der Ecke nicht, oder was? Na gut. Ah, hier geht's auch. Ach, das ist wegen der... Ja. Ja, ist okay. Das ist wegen der Wand da hinten. Ach, jetzt habe ich natürlich Zeug gekauft. Ach. Wir nehmen die mal noch zurück. Wir stellen dann später eine in die Mitte. Ja. Gut. Alles klar. Ja, so, das ist erstmal das. Jetzt haben wir noch keine Theke gekauft. Na gut. Ja, der Kristallhelm. Ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt mit dem machen soll. Das sind 20. 36. Ja, ich werde das hier mal verkaufen. Und das auch hier. Und den Kristallhelm werde ich wohl auch verkaufen, weil irgendwie funktioniert der nicht. Ja. Also, ja, keine Ahnung. Ist mir irgendwie zu merkwürdig. Dann funktioniert es eine Weile und dann auf einmal ist es ein Mode-Fauxpas. Also, bei der Julina ja auch. 80 ist er noch wert. Okay, das nehme ich. So, und jetzt holen wir uns mal eine Schnibbeltheke. Wir müssen ja ein bisschen was dann haben zum Schnibbeln. So, da kann man sich schön hinsetzen. Und da kommt die Theke hin. Vielleicht sollte man vorher mal gerade putzen, ne? Wisch mal auf. Wir haben Zitrone, haben wir. Oh je, mit der Herstellung müssen wir aber noch echt voran machen hier. Okay. Also ich glaube, einen Zitronenbaum können wir schon noch hier hin machen. Ah, schön sauber gemacht hast du. Sehr gut. Gut, dann holen wir uns jetzt eine Theke. Ich hoffe mal, wir haben Geld genug dafür. Wäre ja schön, wenn das so wäre. Ach, da sind sie ja schon. Ja, die eine wurde uns ja von Vladislaus geklaut. Der Schlingel. Ja, das sind ja die wunderschönen Farben hier. So. Weiß-schwarz. Grün. Ich meine, unten der Ton ist sehr schön, aber oben der gefällt mir nicht. Joa, so ist das, ne? Der kostet 200 und der, wieso ist der teurer?
210. Da könnte ich eigentlich warten, bis ich meine haben kann. Da fehlen ja nur zwei Simoleons. Haben wir hier irgendwas drin? Nein. Ja, dann warte ich mal noch. Da hole ich mich meine bunten, eingefärbten Theken. Da müssten wir ja eigentlich ratzefatze. Okay, die Grillen füttern wir noch, ne? Ja, die Lampe. Was hat denn der Charlie hier noch? Oh, die Kuhpflanze. Ja, der Charlie muss bald mal wieder hier was machen, ne? Geht ja nicht anders. So, was da legen wir schon mal dahin. Schon mal dahin. Da kann der Charlie sich nämlich mal endlich sonnen bald. So. Salbei. Ich glaube, mit Basilikum kann man ja auch angeln. Oh, und hier haben wir noch die Pilze. Hier sind Brombeeren. Ich glaube, da mache ich hier Pilze hin. Da. Und da. Das reicht eigentlich. Ja. Dann kriegt sie noch welche. Und der Rest kommt mal erstmal in den Kühlschrank. Okay. Immer noch 100. Ja, ich bin mal gespannt, wann das weniger wird. Das weiß ich nämlich nicht. Und die Kuhpflanze kriegt auch mal sie. Ja, was haben wir hier noch? 5. Das kann weg. Oh, das kostet nur 0 hier. Das wird ja hier sein extra schlechtes. Und hier oben das war 5. Das andere unten war 8. Hier das. So, und haben hier noch 2 und 2. Gut. So, wir haben jetzt hier eine Wand. Da könnten wir eigentlich auch noch was hinhängen. Was haben wir hier? Irgendeine Atmosphäre. Selbstsicher. Was haben wir noch? Verspielt. Verspielt. Haben wir nicht inspiriert? Nee, leider nicht. Da hängen wir das mal hin. Ja gut, das Foto, das Bild oben hat ja auch schwarz. Dann nehmen wir auch mal schwarz. Oh, das ist auch schlecht. Gut. Das ist schon mal nicht schlecht hier. Oh, und du bist ja auch schon hier fast fertig. Mit deinem Schlafen. Und wir haben jetzt 211. Dann können wir jetzt meine Theke kaufen. Ja, okay. Ja, ich habe hier ganz viele Farben gemacht. Das war auch ein Haufen Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Ich benutze die Theke wirklich gerne. Besonders gelb und grün. Und ich glaube, wir holen jetzt für hier die hier vielleicht. Ja. Ja. Kann ich euch ja mal verlinken in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann gucken, dann habt ihr dann die zwei Theken hier. Also es sind natürlich alle anderen Formen auch rekuliert, ne? Nicht nur die eine hier. Auch die Hängeschränke sind dabei. Gut. So, dann kann er ja gleich mal einen Obstsalat schnibbeln. Oder auch nicht. Beliebiges Obst ist da. Ah ja, hier ist ja das Grillenmehl, guck mal an. Ja, dass ich dafür trotzdem Geld brauche, ist ein bisschen doof. Was ist das denn? Wieso haben wir denn 0 und 0? Also wir haben keine Wertstoffe oder Recyclingzeug. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Auf jeden Fall haben wir gar nichts mehr hier. Wieso das denn? Komisch. Das ist wirklich komisch. Na gut. Okay, egal. Ja, also ich würde sagen, das war's für heute mit der Folge. Euch noch viel Spaß beim Selberspielen der Crafting Challenge
oder bei einem anderen Video eurer Wahl. Und ja, bis bald. Und lasst mir gerne ein Täubchen nach oben da. Tschüssi!